Schon wieder ein Übel, verstehst du? Ah, Fenster zumachen ist ja, ne? So. Stille Nacht, heilige Nacht. War schon. Es ist, Kommando, ich merke gerade, ich habe aus Versehen ein Tempomat rausgenommen hier. Es ist Samstag, 15.47 Uhr. Willkommen, liebe Freunde, in Isengard. Was? Vollkommener Quatsch. Willkommen im DAF 11, ja, im kleinsten aller kleinen. Ein Übel ist ja auch nicht so groß, der passt ja, wie man sieht, ganz locker in diese Bumskiste hier rein. Ja. Und wir sind im Dienste des Herrn, im Dienste des Herrn Talan, unterwegs nach Grafschaft, nicht in die Grafschaft, ja, nicht nach Falschir, Grafschaft Falschir, sondern nach Grafschaft, dem Ort. Keine Ahnung, irgendwo bei Bonn da, was weiß ich, oder Richtung Bonn oder. Ja, weil die Frutania heute 5 Paletten Beeren braucht, ganz dringend zum Samstag, die brauchen es ganz dringend. Und da waren wir beim Flughafen, haben 5 Paletten Beeren aufgeladen. Und ja, bringen das Zeug jetzt dahin. Das Klappern ist übrigens das ätzende Geklapper von einer Handschaltung. Ja, da. Handschaltung. Kann man sich auch zur persönlichen Befriedigung mit dem Arsch draufsetzen. Wenn man das möchte, kann man aber auch sein lassen, weil das ist widerlich, wenn da Scheiße am Hebel klebt. Muss ich mal wieder. Weißt du, weil hier durch dieses Berg- und Tal fahren. Wir sind gerade bei Koblenz. Ja, und da habe ich sie auch mit den Ohren dann. Jetzt war ich müde. Ne? Ja, so ist das. Nicht? Also waren wir beim Flughafen, haben geladen. Innerhalb von Rekordzeit. Ein Rekord hier im Marinestadion von Miami. Und sind jetzt in knapp 48 Minuten, sagt das Navigationssystem, aber das ist ja TomTom. Ja, und wahrscheinlich wieder sehr optimistisch. Sind wir dann in Grafschaft, laden ab und gurken dann leer wieder zurück. Ja, hatte eigentlich gehofft, dass ich da irgendwie drum rum komme. Siehst ja auch gestern, ich rufe dich an, ob du fahren sollst oder nicht. Und er hat nicht angerufen. Ne? Und ja, heute 12:30 klingelte dann doch das Telefon. Und was ist mit Grafschaft? Wo bist du? Wie soll ich sein? Zu Hause bin ich, ne? Wollen gleich einkaufen fahren? Bist noch nicht unterwegs? Nee. Du hast ja gesagt, du rufst an. Wenn du nicht anrufst, wird dich gefahren. Punkt, fertig, aus. Schnell und muss bis 18 Uhr da sein. Stimmt gar nicht, ne? Laut Auftrag muss die Scheiße bis 17 Uhr da sein. Also mal ein bisschen Hackengas, ne? Aber sollte passen, bin 16.37 Uhr laut Navigationsapparat da. Sollte also noch passen und dann ja geschwind wie der Wind wieder nach Hause. So, wir fahren jetzt 90. So, euch. Achtung. Bulgarin, ne? Es geht ja bergab. Bulgarisch Mann lässt hier mal mit 95 runterfeuern. Ja, und jetzt geht's nämlich. Achso, das ist der. Den hatte ich heute schon zweimal vor mir. Ja, am Berg. Kommt ja nix. Ja.
Der fährt einen, ich glaube, 500 oder sowas Volvo. Liftachse oben, aber so viel kommt da jetzt irgendwie nicht bei ihm. Und zum Vergleich, der olle LF hier hat 220 PS. Ja, wir haben 2,5 Tonnen geladen. Ich meine, so viel kommt da jetzt ja auch nicht bei raus. Aber für ihn scheint es noch zu reichen, ne? Ja. Und dann machen wir uns mal einen illustren Abend mit der Frau Hagedorn. Wir waren heute schon ziemlich voll. Was ist jetzt los, Fett? Wir waren heute schon ziemlich fleißig in der Liquid-Mischerei. Ja, ein Paket ist gestern gekommen. Mit Base, Aromen, Nikotin-Shots und allem Pipapo. Ja, wir haben ja tatsächlich auch fast alles aufgebraucht. Ne? Wir haben 1 Liter Base verbraten und haben dadurch Liquid im Wert von 156 10 Milliliter Shots rausgekriegt. Ne? Hatten ja noch ein bisschen was vom letzten Mal ein bisschen übrig. Haben, soweit ich das gesehen habe, fast alles an Aroma verbrannt, fast alles an Nikotin-Shots verbrannt. Fast das gesamte Arsenal quasi durch den Fleischwolf gemüllert. Ja, da sind wir jetzt erstmal eine Weile bedient. Ne? Die nächsten 2 Monate, fast 3, gibt es hier Banana und Dragon und Blood und Beere und Pinkman und alles. Ne? Weißt du Bescheid, ne? Banana, ne? Gute Südfrucht, ne? Alles Kinder DDR kann man ruhig mal ein Bananchen rauchen, ne? Also einmal Röstbanane. Oh, was ist hier? Warte mal, oh, warte mal eben. Ja, nun. Also, kauf dir doch mal ein anständiges Auto, ne? Opel, weißt du? Gibt ja hier keine Standspur auf der A48, aber gibt 100 Meter weiter einen Parkplatz, nicht? Hier, da. Wäre zu einfach gewesen. Und zumal es geht bergab, da kann man die Gurke auch mit einem geplatzten Kühlwasserschlauch noch rollen lassen. Aber nö, er stellt sich lieber auf die rechte Spur. Ne? Ist ja natürlich sicherer als alles andere. Und als Ausrede, er wusste nicht, dass der kommt, zählt nicht. Wer Koblenzer Kennzeichen dran hat, der weiß sowas. Ne? Ja. Hat ja ich übelst keinen Bock mehr. Übelst keinen Bock mehr, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich heute überhaupt nicht so viel Bock gehabt aufs Fahren. Das muss ich echt mal gestehen. Schon gar nicht mit dem 12-Tonner mit Hebebühne. Mir fast das Okular aus der Hand gefallen vor Bocklosigkeit. Und ja, was sollst du machen? Ich hätte jetzt da noch ein bisschen rumzicken können und alles, aber das Problem ist, die Chefetage ist krank. Weil ich weiß, Talan würde sogar im Notfall auch selber fahren, wenn sich jetzt keiner gefunden hätte, aber der ist krank, der sieht echt mal beschissen aus. Also nicht, dass ich verliebt bin sonst in ihn, aber der sieht echt beschissen aus. Ne? Der ist richtig ätzend krank. Das ist eine richtig schöne Erkältung. Vom Feinsten, ja, sitzt da quasi im dicken Winter-Anorak in einem Büro, was auf ca. 190 Grad geheizt ist. Und ist wohl auch kein Vergnügen, so an und für sich. Und ja, da dachte ich dann, oh, weißt du, komm, ist halt so. Na, noch ein Burgerchen reinschieben, hä? In die alte Fettplauze. Da passen doch bestimmt noch mindestens 10 Woppe rein. Also los, die Schnauze offen rein damit. Altes Fettkalb. Bleh. Kann man denn nur so fett sein? Ah, die alte da drin auf dem Beifahrersitz bestimmt ihre 200 Kilo fast nur am linken Bein. Ja, und die fette Wanze daneben, da, ihr Mann oder
ihr abgeschöpftes Körperfett von vor 2 Jahren, weil sie inzwischen selber lebt, ja, bestimmt schon das Doppelte drauf, das alte Fettschwein, ist ja widerlich. Ja. Ja, kein Wunder, dass der Matz da vorne ein bisschen tiefer hängt. Ja, hier in denen nicht so, ne? Das Püppchen da, die ist wieder ganz was anderes rum. Ne? Die wird wahrscheinlich, wenn die Bonbons sieht, fängt die automatisch an zu kotzen. Ich muss hier schon wieder. Mensch, bremse nicht, du Arsch! Könntest du gerade wieder aussteigen und dem Püppchen da zwangs die Schokolade mega reinstopfen? Naja. Du bist jetzt schon wieder auf Betriebstemperatur, nicht? Aber das liegt daran, ich höre gerade The Witcher als Hörbuch. Ja. Ist ja klar, wenn ich es höre, dass ich es dann nicht lese. Ne? Sinnlose Aussage. Und von Andrzej Sapkowski, oder wie er heißt. Ja, da gibt es ja auch die Computerspiele von, ne? Videospiele, nicht Computer, ist ja für die PlayStation und für die Xbox und die ganzen Bums produziert worden. Also Videospielreihe, insgesamt glaube ich sogar 3 Mal, ne? Ein Stück. Die Geschichte könnte durchaus sehr, sehr gut sein. Allerdings ist der Vorleser sehr anstrengend. Ja, der war so. Wird immer leiser und dann irgendwann so. Bist ja quasi den ganzen Tag nur am Drehen, also laut, leise am Radio. Das ist, also da schläfst du schon mal nicht ein, ne? Bist ja aber beschäftigt. Jetzt hier muss man auf vom Bein runtergehen. Ich sitze nämlich auf dem Bein immer drauf. Sitze ich mal auf dem Bein drauf. Ich bin angewöhnt beim Dings, beim Automatikfahren, ne? Kannst du dir ja quasi das linke Bein auch abnehmen lassen. Ja, aber jetzt ist das ein bisschen dämlich eigentlich bei einem Handschalter, wo du ja tatsächlich noch selber kuppeln musst. Macht das so viel Sinn jetzt nicht. Eigentlich heute Abend ein bisschen mit Fabi fahren, aber Fabi hat gesagt, ne, er macht über Spielabend, ne, er würfelt da mal ein bisschen beim Mensch ärger dich nicht. Oder behumst seine Alte beim Monopoly-Spielen, indem er mal heimlich hinten die 10.000 aus der Kasse greift. Ja, das ist so, Alter, der bescheißt, 100%ig. Ja, und dann will der nicht mit mir fahren, das Arschloch. Aber macht ja nichts. Bin ja eh so spät zu Hause, wahrscheinlich würde sich eh nicht mehr lohnen. Wollen wir mal gucken, mit der Frau Hagedorn einen Filmabend machen, nicht? So die letzten 2 Stunden, bevor wir ins Bett gehen. Also einen Film gucken und dann ins Bett. Dann morgen ist ja dann auch schon wieder Sonntag und damit quasi auch Wochenende schon wieder fast vorbei. Freut man sich die ganze Woche aufs Wochenende, ne? Und dann muss man samstags hier noch draußen rumbohren. Nicht so nett. Achso, ich habe gestern einen Autotransporter gesehen und ihm ausgeholfen mit der Verplombung des entsprechenden. Und ich durfte gestern einen, zum Dank quasi, einen Lamborghini oder, was ist das? Doch, Huracan, was weiß ich, Lamborghini, irgendwie sowas, durfte ich anfassen. Ja. Ferraris und 3 Lamborghinis da drin. Mein lieber Schwan, du, da geht ganz gut was an Euros über die Ladentheke bei so einer Kiste, ja. Und auf dem Weg nach England, der Kollege, ne? Schöner Scania davor. Ja, R580 Streamline, ne? Nicht die neue Variante. Schon schick, du. Zug, so. Also nicht so ein Autotransporter mit dem Gestell, ne? Diese Bosolf-Kisten oder so eine Scheiße. Nee. Alle rundrum zu, ne? Tolles Ding, ne? Tolles Ding. Gibt's ja nix. So. Da seid ihr jetzt wieder informiert, was so Nina Nübel so macht heute. Viel Spaß bei irgendeinem. Je nachdem, was ihr gerade so macht.
keine fremden Brüste anfassen. Ne? Das hat man jetzt erst das Thema. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich muss es eher brechen. Da vorne ist eine Kontrolle.